Hallöchen und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Und zwar heute habe ich eine große, große Bitte an euch, also an alle, die jetzt vorhaben, in Urlaub zu fahren nach Kroatien oder schon in Kroatien sind. Vielleicht haben es viele von euch gar nicht mitbekommen. Wir haben natürlich hier eine wahnsinnige Trockenheit. Ich glaube, das hat jeder schon mitbekommen. Und eine Wasserknappheit, jetzt auch dieser riesengroße Süßwassersee. Trinkwassersee im Mittelistrien, davon hatte ich euch auch schon mal ein Video gemacht. Der soll so gut wie leer sein. Also wir haben da ein echtes Problem aktuell. Deshalb mein Aufruf, wenn ihr hier seid oder herkommt, bitte, bitte, jeder von euch, ich denke, das kann wirklich jeder, einfach, ich weiß, diese Sparsamkeitsfloskeln aus Deutschland gehen euch wahrscheinlich tierisch auf den Sack, aber wenn jeder 1 Liter am Tag nur spart, und das sollte wirklich eigentlich schon am Vormittag möglich sein, dann haben wir wirklich viele, viele 1000 Liter alle zusammengespart. Ich gebe mir Mühe, ich bin dabei schon seitdem ich das gehört habe. Seit Montag ist es jetzt auch Gesetz, dass die Sportplätze nicht mehr bewässert werden dürfen, dass die Duschen an den Stränden abgeschalten sind sozusagen. Landwirtschaftliche Fläche darf noch bewässert werden, weil die natürlich auch ein echtes Problem haben. Und Autowaschen, die ganzen Autowaschanlagen, falls ihr das gemerkt habt. Viele von euch machen natürlich das Auto nochmal sauber von diesem ganzen Staub hier, von diesem roten Sand oder auch von dem weißen Staub. Wir haben ja hier unten am Meer dann auch die weißen Wege. Natürlich, bevor sie nach Hause fahren, waschen die das einmal ab dann in diesen Selbstwaschanlagen. Da die haben jetzt auch komplett zu. Auto waschen ist auch nicht mehr erlaubt, selber auf dem Grundstück zu waschen und so weiter. Also bitte, sonst kann es sein, dass wir hier ein echtes Problem bekommen, und das, glaube ich, möchte keiner von euch und wir natürlich auch. Deshalb, jeder so viel er kann und so viel er mag, dann haben wir schon viele, viele 1000 Liter am Tag gespart. Das wäre wirklich grandios. Also dann, bis dahin, bis zum nächsten Video. Ciao. Herzlichen Dank dafür.